Das Abkommen mit der EU blockiert uns gegenüber Drittstaaten. Wir haben plötzlich einen Automatismus. Jeder, der aus der EU kommt, soll das dürfen. Und wir verlieren unsere Kompetenz, können zu bestimmen, wer sich auf dem schweizerischen Territorium aufhält und wer nicht. Jetzt ist aber das Recht von einem Staat, dass er bestimmen kann, wer sich auf seinem Territorium aufhält, absolut zentral. Ein Staat, der das Recht preisgibt, der nicht mehr sagen kann, wer darf kommen und wer muss gehen, so ein Staat hört auf, Staat zu sein. Und ich will weiterhin eine Schweiz, wie ich sie kenne und liebe. Ich glaube, die Schweiz wäre gut beraten, wenn sie sich an klassische Einwanderungsnationen wie Kanada, Australien oder auch USA würde orientieren. Die haben das Punktesystem. Die nehmen nicht einfach jeden, der gerade kommt, sondern die sagen, wer nützt uns? Wer können wir brauchen? Wem müssen wir vielleicht sogar froh sein, dass er kommt? Das muss die Zukunft sein von der Schweiz. Wir dürfen ruhig ein bisschen wählerisch sein, weil wir haben schliesslich auch viel zu bieten. Ja zur Begrenzungsinitiative. Um unsere Natur, unsere Jugend, unsere KMUs und unsere Arbeitnehmenden zu schützen.